Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil Survivor 2. Ich habe das Spiel am Anfang sehr gehasst. Ich war schockiert, wie schlecht es ist. Obwohl Survivor nicht den höchsten Maßstab gesetzt hat, habe ich mir bei Survivor 2 gedacht, holy shit, ist das noch viel schlimmer. Aber ich muss sagen, jetzt nachdem wir so ein, zwei Stunden drin sind, fange ich an, irgendwie Sympathie für das Spiel zu entwickeln. Vielleicht ist es so Stockholm-Syndrom-mäßig, ich bin mir nicht sicher. Aber alle Zweifel, dass wir das Spiel durchspielen werden, sind dahingefegt. Vor allem, weil ich zum Glück gelesen habe, dass es eine Art Bonus-Unlockable-System in dem Spiel gibt. Und wir müssen das Spiel einfach nur länger spielen und dann schalten wir mehr Sachen frei. Unter anderem mehr Continues für den Arcade-Mode. Und das ist sehr gut, denn der Card-Mode ist schon ziemlich gemein. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach mal mit Steve, damit wir mal ein bisschen andere Bewaffnung haben oder so. Ich weiß gar nicht, hat der im Card-Modus andere Bewaffnung? Müsste er, oder? Gucken wir mal. Und ich erkunde mal die Maps ein bisschen und wir schauen mal, ob wir optionale coole Sachen finden. Und währenddessen schalten wir nach und nach ganz von alleine den mehr Continues frei. Und dann schaffen wir es. Irgendwann schaffen wir es. Irgendwann, wenn man wirklich schlecht ist und wirklich lange grindet, aber ich glaube, da müssten wir das Spiel 12 Stunden spielen und ich weiß nicht, ob ich mir das antun will, aber irgendwann kriegt man tatsächlich einfach unendlich Continues. Weißt du, das ist so, nach 12 Stunden sagen sie, okay, scheiß drauf, ey, du bist so schlecht, wir geben dir jetzt einfach unendlich Continues, weil das hat keinen Sinn mehr mit dir. Okay. Ich muss sagen, seine Pistolen wirken schon mal mächtiger als die von Claire. Weil der ordentlich rauspfeffert. Ah, jetzt verstehe ich auch. Das habe ich mir schon gedacht. Ich habe aber nicht verstanden, warum da immer zwei Waffen rumkreisen. Jetzt wird mir so einiges klar, ne? Logisch. Wir haben jeweils immer eine Claire und eine Steve-Waffe, die da rumschwebt. Yeah. Ich sage ja schon, langsam macht es fast sowas wie Spaß. Es ist aber wirklich kein gutes Spiel. Also auch so rein, ne, von der Steuerung her, handwerklich ist es einfach nicht gut. Ich kann natürlich, wie schon gesagt, nicht beurteilen, ob das jetzt mit Lightguns wesentlich besser wäre. Aber es hat trotzdem einfach Probleme, die auch ein anderer Controller, glaube ich, nicht beheben würde. Sage ich jetzt einfach mal, ne? Ja, ja. Okay. Ich räume jetzt mal wirklich auf, ne? Ich versuche jetzt gar nicht unbedingt, das in der Zeit durchzuspielen und Nemesis zu entkommen oder so, sondern wir gucken uns jetzt mal wirklich um und nehmen mal alles mit. Zeit schinden und looten und leveln. Es ist vor allem aber schon auch, finde ich persönlich, im Vergleich zu jetzt haben wir das verstehe ich aber auch nicht ganz. Wir haben jetzt, glaube ich, nur den Granatenwerfer und dafür haben wir jetzt unsere Maschinenpistole verloren, ne? Im Endeffekt muss man sich im Arcade-Modus echt gut überlegen, was man aufhebt und was nicht. Beziehungsweise kann man die Level dann auch schon ein bisschen lernen, weil wir hätten bis jetzt quasi einfach die Maschinenpistolen benutzen können und jetzt gegen den Granatenwerfer austauschen einfach, ne? Nemesis kann mich mal. Dann sehen wir im schlimmsten Fall endlich mal, was Nemesis eigentlich macht, wenn er uns erwischt, ne? Edelstein. Ich finde das lustig, dass da so ein riesiger grüner Pfeil auf dem Boden ist. Aber hey, ich meine, historisch gesehen ist das hier fast schon wieder interessant. Weil wenn ich mich nicht täusche, haben wir hier tatsächlich zum ersten Mal in der Resident Evil-Reihe einen Stalker-Gegner. Ein Gegnertyp, ein Gegnerkonzept, das ja mittlerweile in der Resident Evil-Reihe schon relativ populär geworden ist, ne? Und
häufiger genutzt wurde mit Lady Dimitrescu und Mr. X. Mit Nemesis komischerweise nicht wirklich, ne? Aber Resident Evil 3 Remake war halt einfach weird. Was soll man sagen? Nemesis hat also Raccoon City überlebt und dann haben ihn die Ashfords in irgendeine Garage geparkt. Okay, gut. So, gehen wir zum Boss, der Riesenspinne, und testen mal Steves Granatenwerfer. Oh, einfach mies. Da. Putsch, ich habe noch mit meiner MG einmal kurz so flip, flip. Und dann war sie auch schon tot, die Riesenspinne. Ist auch weird vom, weiß ich nicht, von der Progression her so. Ich weiß nicht, mir fällt das richtige Wort dafür nicht ein, aber von der natürlichen Weiterentwicklung an Gegnertypen, die man in so Videospielen erwarten würde, dass wir im ersten Stage als Boss die Riesenmonsterspinne haben und dann erst im zweiten Level die kleinen Spinnen treffen. Wisst ihr, da ist irgendwie diese logische Videospiel-Eskalationsspirale irgendwie umgedreht. Irgendwie stimmt das nicht so. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Auch wenn ich den Kampf hier nicht verstehe. Ich weiß nicht, warum man hier gegen den Bandersnatch kämpfen sollte, aber wir machen es jetzt einfach mal, ne? Ach so, warte mal, wir sind erstmal hier. Okay, auch wenn ich hier den Kampf gegen die Hunde nicht verstehe. Holen wir uns den Bonus-Edelstein. Und ich gehe mal... Naja, keine Ahnung, ich gehe jetzt trotzdem hier lang. Let's go! Mama mia! Ich starte jetzt eine Petition. Bitte unterschreibt die alle, dass in jedem Videospiel ever, jedes Videospiel, das jemals existiert hat, soll mit Mario in der Hauptrolle geremaked werden. habt ihr mitbekommen, weil ich gerade sage, dass Capcom scheinbar gerade massiv gegen die eigenen Mod-Communities vorgeht und in Spielen, ich glaube Revelations, Resident Evil Revelations ist zum Beispiel betroffen, neue quasi Anti-Cheat-Module in den Starter einbaut, die verhindern, dass man das Spiel mit Mods starten kann. Und ich weiß nicht mehr genau, ob das Statement von Capcom persönlich war oder von der Firma, die für Capcom... It says Juwel. Oder von der Firma, die für Capcom dieses Anti-Cheat-Ding gemacht hat. Aber es gibt auf jeden Fall entweder von Capcom direkt oder von irgendeiner, ne, Kooperationsfirma das Statement, dass sich die Leute doch nicht so aufregen sollen, weil immerhin sind alle Mods Cheats und alle Leute, die Mods benutzen, sind Cheater. Und dieses Statement hat mich auf so vielen Ebenen wirklich wütend gemacht. Also wirklich. Erstens ist das zu dumm, so eine dumme Aussage. Alle Mods sind Cheats. Was soll das überhaupt bedeuten? Das ist doch totaler Quatsch. Totaler Quatsch. Es gibt so viele vielfältige Mods. Na, es gibt alles Mögliche an Mods. Einfach nur neue Skins, neue Modelle, aber auch neue Waffen. Ne? Also es gibt so viel, dass das Spiel einfach bereichert. Und zweitens reden wir hier von fucking Singleplayer-Spielen. Lass die Leute cheaten, wenn sie wollen. Um Himmels Willen. Meine Güte. Ist doch scheißegal. Also wirklich, dieses Framing von wegen, hier,
Weißt du, das, also, wie soll ich euch das erklären? Videospielfirmen nutzen gerne dieses Cheat-Argument, weil sie wissen, dass Cheats halt einfach einen schlechten Ruf haben und diskreditieren damit irgendwie alles, was irgendwie auch nur ansatzweise mit Modifikation des Spiels zu tun haben. Weil Modifikationen mögen die meisten Firmen eigentlich nicht, weil eventuell kann es passieren, dass die Mod-Community Sachen macht, die vielleicht sogar besser sind als deine eigenen DLCs, die du gerne für viel Geld verkaufen würdest. Und dann kauft im schlimmsten Fall keiner mehr die DLCs, weil die Mod-Community viel cooler ist als das, was du da bastelst. Und das ist natürlich schlecht, ne? Für die Firmen. Und deswegen überlegen die sich halt Strategien, wie man das schaffen kann, dass man Mods wegkriegt. Und leider muss ich das eben aktuell auch jetzt, wenn das so stimmt, ne? Also wenn das wirklich Absicht war von Capcom und wenn das so weitergeht, muss ich auch Capcom unterstellen, dass die aktiv versuchen, ihre eigene Community quasi zu schädigen letztendlich. Und ich finde es immer super schade, wenn eine Firma, die eigentlich coole Spiele macht und für die so viele auch coole Videospielentwicklungsteams arbeiten. Ne? Die Teams können ja nichts dafür. Die Studios sind super. Aber Capcom ist halt gerade der Arsch. Also wenn das sich alles so bestätigt, ne? Dann ist das halt immer schlimm, finde ich, wenn die Firmen gegen ihre Communities arbeiten im Endeffekt. Gegen ihre Franchise letztendlich auch. Weil ohne Witz, auch wenn, ne, ich spiele viele oder fast alle Resident Evil Teile auf Konsole. Ich nutze nicht mal Mods. Es ist mir relativ wurscht. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht darum, wie die Community insgesamt mit diesem Spiel interagiert und wie eben neue Ideen umgesetzt werden, neue Maßstäbe geschaffen werden und neue coole Ideen einfach eingebaut werden. Wie eben zum Beispiel Randomizer-Runs gemacht werden, wie die Speedrun-Community eben sehr stark davon profitiert. Und wenn ihr einfach nur irgendeinen bescheuerten, sexy Leon-Mod für Resident Evil 4 haben wollt, dann go for it. Ich finde nicht, dass da irgendwie Capcom das Recht hat, sich da einzumischen. Modifiziert euer Spiel, wie ihr es wollt. Ihr habt es gekauft. Und ich weiß schon, ne, rein rechtlich haben die das natürlich sich so hingecheatet, dass man Nutzerlizenzen kauft. Aber das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Das ist ungerecht und ich glaube, jeder spürt das, dass das nicht in Ordnung ist. Da haben einfach Lobbyisten, irgendwelche Politiker, die keine Ahnung von irgendwas haben, irgendwas eingeredet, ne? Und die Politiker meinen es wahrscheinlich nicht mal böse, die haben einfach keine Ahnung vom Medium und von irgendwas. Aber ja, ärgert mich, finde ich sehr schwach von Capcom, wenn sich das bestätigt, dass die wirklich absichtlich aktiv gegen ihre eigene Mod-Communities vorgehen. Finde ich sehr unsympathisch, finde ich sehr kontraproduktiv, finde ich richtig, richtig scheiße. Also wenn das stimmt, wirklich Riesen-L-Move von Capcom. Schade, ne? Ich sage ja immer wieder, Firmen sind nicht eure Freunde, ne? Ausnahmslos. Firmen wollen letztendlich euer Geld und ihr seid denen scheißegal, ne? Also Capcom ist nie unser Freund gewesen, scheiß drauf. Aber die Entwicklungsteams dahinter, die sind cool. Die sind unsere Freunde. Von denen können wir Fan sein. Und die leiden letztendlich auch drunter. Weil die geraten ins Kreuzfeuer. Tja, that's that. Also wirklich, ich weiß, ich könnte mich so aufregen. Eben nicht nur, was ich schon schlimm genug finde, dass die versuchen, Mods durch Cheats irgendwie negativ zu framen. Das finde ich schon einfach echt uncool. Aber dann eben auch noch dieses Unreflektierte und dieses komplett so stumpfe komplett verdammen von Cheats. Jeder soll die Spiele spielen, wie er möchte. Verdammt nochmal, oder? Scheißegal. Weißt, selbstverständlich steckt ja auch eine kreative Vision hinter so einem Spiel und ich bin ein Fan davon, dass man Spiele unmodifiziert zumindest einmal erstmal durchspielt, damit man so die Originalvision, die Original
Kreativität des Teams dahinter mitkriegt. Das ist ganz klar für mich zumindest. Aber hey, mein Gott, wenn irgendjemandem das scheißegal ist, dann ist es scheißegal. Ist doch wurscht, niemand ist dazu verpflichtet, dass er irgendwie die Original-Entwicklungsteams Vision eines Spiels spielt. Wenn er keinen Bock hat, hat er keinen Bock, scheiß drauf. Kotzt mich alles an. Da werde ich wütend. Weil das so eine blöde, so eine hinterhältige Strategie ist, versteht ihr? Die arbeiten ganz eindeutig hier gegen ihre eigene Community, ohne jeden Zweifel. Und framen das dann aber so von wegen, ja, Leute, die Mods benutzen, sind ja eh alles Cheater und die sind ja eh scheiße und die wollen wir gar nicht in der Community, so ungefähr, ne? Finde ich ganz schlimm. Ganz unangenehm, ganz unsympathisch. Bin ich wirklich kein Fan. Wie ihr vielleicht raushören könnt. Ja, und das sage ich wirklich als, wie ich schon gesagt habe, nicht betroffene Person. Ich spiele die Resident Evil Spiele auf Konsole. Mir persönlich nehmen die nichts weg, ne? Mir nehmen die nichts weg. Aber darum geht's nicht. Es geht hier wirklich ums Prinzip und um einen Respekt vor der Community und vor der Arbeit dieser Community. Die sollten froh sein, dass sich Menschen so passioniert mit ihrem Content beschäftigen, mit ihren Spielen beschäftigen und dass da so viel Liebe reinfließt. Ah, Mann ey. Ihr dürft übrigens, falls das nicht klar sein sollte, meine Videos sehr modifizieren und schneiden und abändern und damit machen, was ihr wollt. Solange ihr sie nicht 1:1 klaut und irgendwo anders hochladet, ne, ist klar. Bitte macht damit, was ihr wollt. Das zählt für immer und generell für alles, was ich jemals mache. Ich verspreche es euch. Naja, und sonst so, was gibt's sonst so Neues? Ich bin echt positiv überrascht, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und das hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal sage. Von Fortnite. Fortnite geht gerade in eine Richtung, die ich sehr spannend finde und die ich sehr gerne mag. Weil was ich an Fortnite schon immer gerne mochte und lustig fand und interessant fand und worauf ich auch echt Bock hat, sind halt einfach diese ganzen Crossovers. Es ist einfach für mich, ich bin so ein Crossover-Sacker, ne? Ich finde so Crossovers immer lustig und immer cool. Und das war für mich schon immer reizvoll und dadurch entsteht halt erstens nicht nur die Möglichkeit, dass man mit seinen absoluten Lieblingsuniversen spielt, die man sonst nie irgendwie gemeinsam in Spielen sieht, sondern es kommt eben auch noch dazu, dass ich von Zombies gebissen werde. Sondern es kommt eben auch noch dazu, dass da auch unglaublich viel Humor und so drin steckt, weil einfach diese teilweise sehr ernsten Figuren in komplett wacky Szenarien einfach gestopft werden. Ne? Das macht einfach Spaß. Und jetzt, genau, aber Battle Royale. Dieser Battle Royale-Shooter-Modus hat mich ehrlich gesagt nie interessiert. Ich habe den schon gespielt, aber ehrlich gesagt auch nur, weil was hätte ich denn sonst mit meinen coolen, schönen Darth Vader und Alien-Figuren und so machen sollen, die ich so schön und toll finde. Und jetzt haben sie aber neue Modis eingeführt. Jetzt besteht, falls ihr das nicht mitbekommen habt, Fortnite nicht mehr. Oh! Habe ich mich gerade selber in die Luft gesprengt? Ach so, nee. Jetzt besteht Fortnite nicht mehr nur aus dem Battle Royale Modus. Der ist jetzt im Grunde nur noch einer von 4 Hauptmodis. Sondern es gibt jetzt von den Machern von Rocket League, Rocket Racing, von den, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, aber von irgendeinem Musikspielstudio haben die jetzt so eine Art Guitar Hero eingebaut. Und durch eine Lego-Kooperation haben die so ein Survival-Game eingebaut. Und ich finde es echt fast schade, dass die ausgerechnet bei dem Survival-Modus so eine Lego-Kooperation gemacht hätte. Weil ich persönlich hätte sehr viel Bock mit meinen Figuren, die ich schon habe, diesen Survival-Modus zu spielen. Stattdessen kann man die nur mit Lego-Figuren spielen.
Und aktuell ist es leider so, dass es tatsächlich nur relativ wenig Figuren gibt, die einen Lego-Skin haben, was ich ein bisschen lame finde. Ich hoffe, das wird noch, wenn man die Skins schon hat, dem Fortnite kostenlos nachgereicht. Von meinen Figuren, die ich so habe, hat jetzt nur der Stormtrooper, der Klonkrieger besser gesagt, hat schon einen Lego-Skin, aber alle anderen noch nicht. Und ich hätte gerne Lego Darth Vader, wenn schon, für meinen Survival-Modus. Aber gut, ist ja alles noch ganz neu, kommen wir vielleicht noch. Der springende Punkt ist, dass ich das schön finde, dass jetzt ich andere Sachen machen kann, als einfach nur immer Survival-Battle-Royale-Modus. Dass ich jetzt eben auch übrigens den sehr guten Racer-Modus spielen kann. Ne? Die haben da ein wirklich gutes Spiel draus gemacht. Das ist jetzt gerade in der Season Zero. Das ist so ein bisschen der Beta-Test, der öffentliche. Ich bin sehr gespannt, was die da draus machen. Das grundsätzliche Kerngameplay ist super. Ein fantastischer Future-Racer. Wirklich, wirklich gut. Also da bin ich gespannt. Da können die wahnsinnig viel rausholen. Gefällt mir gut. Und und ansonsten kotzen mich hier Zombies an. Ihr kotzt mich an. Moment mal, komm, Demis ist jetzt einfach hier rein oder was? Spawnt jetzt hier drin. Das ist aber jetzt ein bisschen schon gemein. Hä? Und jetzt verschwindet er. Verstehe gerade gar nichts mehr. Aber gut. Der Lego muss ich, der schwächste Modus ist für mich ganz klar dieser Lego Survival Modus, muss ich sagen. Da habe ich halt einfach schon sehr viel Besseres gesehen, ne? Wenn der zu Zeiten von Minecraft rausgekommen wäre, wäre es der absolute Hammer gewesen. Mittlerweile, oh, der braucht noch Arbeit, der braucht sehr viel Komfortfunktionen. Das Inventarmanagement, das Kistensortieren und so, das ist alles noch nicht gut. Das macht noch keinen Spaß. Und ich habe auch das Gefühl, die Limitationen beim Dorfbau und der Dorfbau überhaupt insgesamt, das ist einfach alles noch nicht so, das fühlt sich noch nicht so gut an. Der braucht noch am meisten Arbeit, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, die stecken die da rein. Zu Zeiten von Valheim und so weiter, nee. Müssen die echt mit was Besserem kommen. Aber ja, okay. Gibt's auch. Habe ich auch ein paar Stunden drin versenkt. So ist es nicht. Nett ist er. Aber da sehe ich noch die größten Schwächen. Es ist nicht immer schön, wenn irgendwelche Gegner random hinter einem spawnen und man kann nichts dagegen tun. Hier waren wir auch noch nie, oder? Ob hier irgendwo... Hier, boah, ist da was? Geheime Nachrichten? Nee, leider nicht. Juwel! Juwel! Das habe ich gerade sehr komisch gesagt. Ja, ich weiß schon, dass Nemesis wiederkommt. Aber ich muss hier mal ein bisschen mich umschauen. Ich will ja mal jetzt hier ein bisschen, ne? Ich will ja auch mal sehen, was... Ah, ich glaube, jetzt laufe ich in die falsche Richtung. Ich will ja mal sehen, was die Level noch so zu bieten haben in dem Run jetzt. Bevor wir nicht die 6 Continues freigeschaltet haben, werde ich sowieso nicht mehr versuchen, den Modus überhaupt durchzuspielen. Schaffe ich eh nicht. Okay, Nosferatu. Ich habe das Gefühl, die Bandersnatches müssen unbedingt sterben und dann ist Nosferatu gar nicht mehr so schlimm. Aber die sind halt echt viel zu krass. Wenn du nur nicht im Weg rumstehen würdest, wäre es mir schon genug, ehrlich gesagt. Mehr ist gar nicht notwendig. Oh, ich bin gefährlich nah an dem dran. Gefällt mir gar nicht. Puh. Einfach weit wegbleiben, damit man gut den grünen Wubbels ausweichen kann. Und dann ist der eigentlich gar nicht so tragisch. Außer für die KI. Die KI kann übrigens interessanterweise auch hochleveln. Ich weiß nicht genau, nach welchen Kriterien. Aber die wird anscheinend auch stärker.
Und witzigerweise kriegt man jetzt, also ich habe durch den Rocket Racing Modus habe ich Rocket League angefangen, was ich auch nie gedacht hätte und habe echt Spaß mit dem Spiel. Rocket League ist auch lustig. Hätte ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass mir das Spaß macht. E wie extrem gut. Extrem gut. So, die private Residenz. Das ist jetzt wieder das super miese Level, wo wir permanent von Nemesis verfolgt werden. Ich habe kein Continue mehr und Claire ist tot. Also, ja. Ne? Aber gut. Wir gucken mal. Ich lass mich nicht stressen hier von Nemesis. Ich laufe durch und er schießt alles und jeden. Dramatische Musik. Verfolgungsjagd geschieht. Nemesis is coming. And I am going. Invincible Enemy. Wir sind so gut wie tot. Aber hey. Ich denke mir echt, mit 3 Continues kommen wir schon ganz weit. Mit 6 Continues dürfte es dann easy peasy sein. Aber ja. Ich glaube, dafür müssen wir das Spiel 2 Stunden spielen. Und ich weiß nicht genau, wie das Spiel rechnet, wie lange wir gespielt haben. Ne? Zählt nur der Modus? Zählt auch der Dungeon-Modus? Müssen wir irgendwie, keine Ahnung, wirklich im Spiel sein oder zählt es auch, wenn wir im Hauptmenü sind, zählt Ladezeit, all das. All das wissen wir nicht. Also ich weiß es nicht. Hey, come on, dude. Beiß mich doch nicht, jetzt sterben wir. Genau wie beim letzten Mal. Das ist interessant, oder? Beim letzten Mal habe ich versucht, effektiv und schnell zu spielen und möglichst irgendwie, ne, gut voranzukommen. Und jetzt habe ich mir gedacht, ja, jetzt lassen wir uns mal Zeit und chillen ein bisschen. Und jetzt kommen wir genauso weit. Ah, ich dachte, vielleicht kommen wir noch zur Treppe. Gemeinheit. So, zumindest haben wir Zeit geschunden. Im Arcade-Mo, in der Arcade könnte ich halt jetzt wenigstens noch eine Münze einwerfen, ne? Das geht halt hier leider nicht. Hier muss man sich die Münzen erst verdienen. Also wir haben leider sonst noch nichts bekommen. Aber ja, hey, whatever. Wisst ihr was? Beim nächsten Mal versuchen wir mal den Versus Roach Mode, weil ich gern wissen würde, was wir da gegen eine Kakerlake machen müssen. Bis dahin. Tschüssikowski.